Ein kleines Beispiel für eine pragmatisch organisierte Kommunikationshilfe, in dem Sinne ein pragmatisch organisiertes Kommunikationsbuch für einen Jungen aus dem Autismus-Spektrum. Er kann schon etwas sprechen, er kann lesen. Und zur Kommunikation benutzen wir jetzt ein Kommunikationsbuch, das wir als Bezugsperson zum Modeln benutzen. Insbesondere, um ihm die Idee zu geben, dass Kommunikation verschiedene Funktionen hat, zum Beispiel auswählen, entscheiden, Dinge fordern, Aktivitäten fordern, grüßen und verabschieden, Handlungen fordern, etwas ablehnen, etwas kommentieren, erzählen, Ideen teilen, Probleme äußern, Gefühle teilen, Humor teilen, antworten und fragen. Da er schon recht weit im Bereich Schriftsprache ist, zumindest beim Lesen, ist es schriftbasiert. Also hier sind einfach ein paar Möglichkeiten, wenn man etwas auswählen oder entscheiden kann. Und wir arbeiten im Alltag mit einem ABCD, also mit so einem Multiple-Choice-System. Das ist dann auch hier nochmal drin. Da kann man eben verbal oder auch schriftlich die Auswahl. Möchtest du A, Eis, B, Schokolade, C und so weiter? Das funktioniert inzwischen ganz gut. Dinge fordern, Essen, Trinken und ein paar Sachen. Aktivitäten fordern. Habe ich jetzt alles überblättert? Nein. Grüßen und verabschieden, Handlungen fordern, Verweis auf die Kommentare, weil wenn man Handlungen macht, dann kann man sagen, das war lustig, das war doof. Etwas ablehnen, nicht nur sagen nein, sondern auch zu begründen, warum man ablehnt. Kommentieren, positive, negative Kommentare. Erzählen. Auch da wieder der Verweis auf die Kommentare, weil wenn man was erzählt, kann man ja auch sagen, das war lustig, das war doof und so weiter. Ideen teilen. Probleme kommunizieren. Noch mit einer kleinen Skala, wie schlimm oder wie stark ist es. Gefühle, positive, negative, auch hier wieder eine Skala. Humor. Antworten. Auch da wieder so ein Multiple-Choice-System mit dabei. Und als letztes die Fragen mit ein paar Fragewörtern und Möglichkeiten, wie man Fragen kombinieren kann. Finden. So, kleines Video, vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend. Das war's.